Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur 6. Folge von Star Wars The Old Republic. Genau. Und sie schreit hier immer noch rum. Genau, ich muss meine Meinung zum Ausdruck bringen, ne? Der Ski. Sonst werde ich hier nicht wahrgenommen, deswegen schreie ich nochmal und dann war's, kann's losgehen. Gut, ich mache erstmal Schwertschutzen zu. Ja, mach du mal Schwertschutz. Ich mach mal Steinigen. Jo, dann steinige da mal ein paar. Ja. Ich habe Druiden gesteinigt. Ich bin so böse. Böse. Sehr böse. Ich weiß. Diese Druiden waren sicher auch machtsensitiv. Wie alles hier. Ganz sicher. Hier ist sogar das Gras machtsensitiv. Was musst... Ach, du musst da in die Höhle, ne? Ja, ich muss dort in die Höhle. Okay, ich nicht. Du musst da wahrscheinlich wieder, etwas ich muss aktivieren Sachen und kämpfen. Aktivieren, genau. Kämpfen machen wir natürlich auch nebenbei. Auch neutrale Viecher werden angegriffen. Begleiter. Ihn würde ich auch gerne angreifen, aber er ist ein Player. Ja, das ist schade, ne? So. Das ist sehr schade. Eigentlich wollte ich ihn so gerne angreifen. So, wie kommen wir denn da am besten hin? Wahrscheinlich so, ne? Tatsächlich. Tatsächlich. Hier ist eine Truhe. Ich klicke mal auf die. Ne, Entschuldigung, das ist ein Terminal. Ganz klar. Ja, du bist im Terminal drin. Ach. Ich quatsche mit dem Termin. Meister Rajivari ist fort. Der Rat hat überlebt. Wir haben versagt. Sie werden uns holen kommen. Sie müssen uns belagern, wenn sie uns gefangen nehmen wollen. Wir werden nicht aufgeben. Der 5. Grundsatz von Meister Rajivari lautet, einem Feind Gnade zu zeigen, erzeugt einen Strudel der Vernichtung. Wir werden viele Jedi mit uns reißen. Okay. Hallo Seid und tschüss. Ach wie jetzt wäre ich gerade so weit gewesen. Machst ein kleines Nickerchen? Ja, das Terminal ist nämlich bekannt. Aufstehen! Ach, tut mir leid. tut mir leid, es geht weiter und es geht weiter und wir müssen vorwärts machen, denn wir haben nicht viel Zeit und wow, bist du eilig? Komm, wir machen vorwärts. Ich mach vorwärts. Machst du auch vorwärts? Ich mach auch vorwärts. Machst du heute vorwärts? Ich mach heute vorwärts. Machst du heute vorwärts? So, hier, mach schneller. Komm, sprich mit denen. Los. Steck wieder soll den ich mit Kopf der Truhe nochmal quatschen? Ja, das Entschuldigung, mit dem Terminal, ganz klar. Du steckst voll den Kopf, also den ganzen Körper steckst du darin. Ja, das passiert auch schon mal. Zwischendurch. Noch ein Jedi. Mein 7. für heute. Meister Rajivari hat aus den Verbündeten, die er jenseits der Berge fand, eine ganze Armee gemacht. Jetzt könnten wir sie ganz gut gebrauchen. Aber sie sind verschwunden. Haben nur ihre Diener zurückgelassen. Diese Kannibalen in ihren dummen Lagern. Meister Rajivaris 2. Grundsatz besagt, dass das ganze Leben eine Schlacht bis zum letzten Atemzug ist. Aber unsere Verbündeten haben uns keine Wahl gelassen. Ganz tiefgreifende Erkenntnisse, die wir hier gewinnen können. Lasst ein paar für mich übrig. Alter, hör zu! Ich bin davon gekommen. Ja, nee, das sind wirklich gute Informationen, die wir erhalten, die ich dir jetzt natürlich vollkommen vorenthalte. Weil deine Zuschauer sollen ja bei mir gucken. Wie kannst du es? So, bist du bereit für die 3. Kanzi? Ja, mach mal vorwärts. Soll ich mal machen? Dann erkläre ich dir auch, was Sache ist. Es hört nicht auf zu bluten. Verdammt. Warum habe ich nur auf Madria aufgepasst? Meister Rajivaris 7. Grundsatz besagte doch, wer seine Stärke opfert, geht den Weg des Narren. Ich hätte sie einfach sterben lassen sollen. Egal. Die Belagerung ist fast vorbei. Das kann nur auf eine Art enden. Hallo, Shay. Hallo. Grüß dich. Das und ist tschüss. Ein Fehler. Ich dachte, ich mein Fehler ist, in die ist Truhe. Mir trotzdem egal. Ja, es ist schön. So, aber aufstehen jetzt. Ich stehe ja schon. So, erstmal angreifen. So, wird genug neutrale Wesen. Ja, um diese 3 Cutscenes kurz zu fassen. Wir haben Aufzeichnungen von Jedi gesehen. Ne? Von Jedi, okay. Von 3 Jedi, die ja, quasi von ihrem Kampf berichtet haben gegen den abtrünnigen Jedi
Gründerorden-Dingsbums. Okay. Dessen Namen ich gerade natürlich vergessen habe, so wie sich das gehört für einen guten Let's Player. Taktisch clever. Also wir müssen hier oben durch, ne? Das weißt du. Scheiße. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich komme. Aber zum Glück bin ich hier nicht runtergesprungen. Dann kannst du nämlich gehen. Du gehst ja gerne. Du schwitzt ja noch gerne, ne? Also ich schwitze sehr gerne. Ich kann mir nichts Schöneres als Schwitzen vorstellen. Habe ich mir schon gedacht. Irgendwie. Guck mal, da kann ich noch ein paar neutrale Wesen killen. Ja, und ist doch schön. Mach die Selbstprüfung. Mach du mal deine Selbstprüfung. Weißt du, was ich jetzt mache? Wo bist denn du hin? Oh, ich hab zu laut gebrüllt, ich hab den Gegner getroggelt. Sollte ich unterstützen? Hier, friss meinen Stein. So. Nein, brauchst du nicht, ich bin so gut wie durch. Oh, gut. So, ich mach kurz einen Prozess. Nein. Das war mein letzter Schlag. Nein, das war mein. Das war mein. Meins, meins. Meins, meins. Meins, meins. Ja, erzähl nochmal hier spannende Themen und so, ne? Spannende Themen von vor 4 Monaten. Was läuft? Wow. Edlen Berfi Akalle Tobkeret. Atenger Kellet Wiesel Mi As. Meister Orges hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Os des Hajjon Akik Nekaneve. Estavo Labmeg Minig Uge. Ose Gisazos Homaleban. Berega Mosdu, Latlan Felik Gegob es Elenga Agiob. Mächtig oder nicht, außer mir kommt sonst niemand. Is as Allah Sonne Parton as Allah Zokisal. Der hat irgendwie ganz eine feuchte Aussprache. Irgendwie ja. Hallo Shae, schön dich zu sehen. Und schön, dass du wieder gehst. Das, was sie besonders gut kann, gehen. Gehen. Weggehen. Wettgehen, ne? Ja, wett. Das ist aber what? Du, aber nicht deine ehemalige Begleiterin. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wer eigentlich genau wett ist, dann schaut euch doch Staffel 1 an. Genau, von Star Wars The Old Republic. Epische Stimme hier einfügen, die ich nicht sprechen kann. Und was noch spannende Themen sind, was man natürlich... Aktuelle Kinofilme, die nicht mehr aktuell sind. Aktuelle Kinofilme von vor 4 Monaten. Von 4 Monaten. Ist doch immer spannend. Ja, was sind denn so aktuelle Kinofilme? Hau mal raus. Also ich habe letztens erst gerade Assassin's Creed im Kino gesehen. Oh, und aktuelle Filme. Der ist ja eigentlich wirklich ziemlich neu. Ja, der ist ziemlich neu. Sie haben recht. Also eigentlich ist der jetzt schon 4 Monate alt. Ja. Wenn nicht sogar noch älter, je nachdem wann ihr das Video schaut. Aktuell halt, ne? Aktuell halt. Immer auf dem neuesten Stand. Ja, wir sind ja bei SWTOR, wir sind immer auf dem neuesten Stand. Und wir lassen uns auch das gar nicht anmerken, dass wir das ein bisschen vorproduzieren müssen. Nee. Nein. Das ist natürlich up to date und wir gehen immer auf die aktuellsten Themen ein. Also eigentlich nehmen wir das immer an dem Donnerstag vorher auf. Genau. Aber wir sagen euch das natürlich nicht, weil das wäre ja total dämlich. Ja, und ich habe das so was gefunden und muss ein Holo-Gespräch führen. Also komm mal her. Ein Holo-Gespräch? Ein Holo-Gespräch. Da macht ein Holo-Gespräch. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Oh. Ja. Tschüss, Shae. Das ist ein Fehler. Wird mal wieder Zeit, ne? Aber hier oben sind noch Gegner. Die möchte ich gerne tot sehen. Okay, das können wir gerne machen, weil dann kann ich da was ausprobieren. Siehst du mal. Ich habe da nämlich hier lauter Steine.
Ich finde die Steine immer noch so lustig. Ist hier nix? Gar nix? Nicht mal eine Kiste oder so? Oh Mann, nee, oh. Nix. Gar nix. Das sieht so... Egal, ist nix. Das ja, sieht dann, so... So dann, Dings dann, aus. Dann, wo musst du hin? Ich muss... Rate mal. Zum... Natürlich musst du wahrscheinlich zum Tempel. Ja, natürlich. Wir haben eine Mission abgeschlossen. Natürlich muss ich zum Tempel. Und wo muss ich? Kannst du mal raten? Zum Dorf. Natürlich. Wollen wir zum Dorf schnell reisen oder... Ja, komm. Lass uns einen Schweißfrei-Service zum Dorf. Was soll's. Mit dem Holo-Touch. Holo-Touch-Touch. Ja, was haben wir denn noch für aktuelle Themen von vor vier Wochen? Vier Monaten. Man kann das eigentlich noch ansprechen. Weißt du, man muss ja nicht nur darüber erzählen, dass man es gemacht hat. Also der Film war gut. Der Film war gut? Der Film war gut ist natürlich etwas komplett anderes als das als Game Spiel an sich. Also die Grundstory ist nicht grundschlecht daneben, aber ist halt irgendwie anders auch. Irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie anders. Okay. Ja. Verstehe ich. Aber ist gut gemacht. Also ist... Kann man sich auch mal gönnen. Meister Orgus hat auf euren Notruf reagiert. Ich sollte ihn hier treffen. Was ist passiert? Nichts. Wir haben keinen Notruf abgesendet. Seit ihr fortgegangen seid, war alles ruhig. Ich habe Meister Orgus nicht gesehen oder gesprochen. Meister Orgus hätte hier vor mir eintreffen sollen. Ich bin sicher, das ist ein Missverständnis. Euer Meister wird bestimmt auftauchen. Bleibt doch ein Weilchen. Ihr seid sicher erschöpft. Ah! Schluss damit! Was macht ihr? Zur Seite, Matriarchin. Es war nicht genug, den Meister des Jungen auszuliefern. Der Padawan muss sterben. Ich habe euch gesagt, dass ihr ihn in Ruhe lassen müsst. Das war die Abmachung. Bengelmore hat eure Bedingungen abgelehnt. Wir müssen unser Volk retten. Ihr habt mir direkt ins Gesicht gelogen. Wie konntet ihr das nur tun? Ich hatte keine Wahl. Es gibt zu viele Fleischräuber und zu wenige Jedi. Bengelmore ist zu mir gekommen. Er sagte, er würde die Angriffe der Fleischräuber beenden, wenn wir ihm euren Meister ausliefern. Er wollte, dass wir auch euch umbringen. Aber ich sagte nein. Ich sagte ihm, wir würden euch hier behalten. Ihr wärt in Sicherheit und mein Volk hätte einen Beschützer. Wenn wir nicht tun, was uns befohlen wurde, wird Bengelmore uns alle töten. Macht überreden. Soll ich jetzt Macht überreden? Geh hier in Frieden. Er wird euch sowieso töten. Oh, oh. Bengelmore ist ein Monster. Wenn er euch nicht mehr braucht, wird er alle umbringen. Wehrt euch nicht. Das macht alles nur schlimmer. Okay. Was? Ernsthaft? Ja, das greift jetzt an? Das war die gute Option, ne? Das war die gute Option. Also eine der gute. Machtüberredung wäre noch die andere. Lass mich ran, jetzt musst du mit ihr schon quatschen. Klar. Warum haben sie nicht auf mich gehört? So sollte es nicht ablaufen. Ich hätte euch gerettet. Uns alle. Ihr habt meinen Meister an den Feind ausgeliefert. Nein, ihr könnt ihn noch retten. Bengelmore hat Orgus an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Aktiviert euren Druiden, er könnte wissen, wo sie zu finden sind. Ihr könnt mir doch vergeben, oder? Ich verzeihe euch nicht, was ihr getan habt. Aber ich verstehe es. Danke. Es tut mir so leid. Sagt mir, wie ich das wieder gut machen kann. Lernt aus eurem Fehler. Büßt euer Leben lang für das, was ihr getan habt. Ich werde diese Chance nutzen. Das verspreche ich. Ich sollte meinem Volk sagen, was passiert ist. Wir werden unsere Toten begraben und um sie trauern. Ich hoffe, ihr findet euren Meister. Ja. Ach. Ach, wie jetzt? Ach, okay. Dann reden wir jetzt mit T7-01. Bengelmore hat meinen Meister an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Weißt du, wo das ist?
Diese Twi'lek haben dich deaktiviert und versucht, mich zu töten. Ich musste uns verteidigen. Und jetzt habe ich ein Holo-Gespräch. Super, mit dir aber besser. Tschüss, Shay. Bringt nichts. Ich weiß, aber den Flug gibt zuletzt. Das ist ein Fehler. Ich bin A4PO, Jedi-Archivar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Übertrage alles, was du über die Schmiede weißt, auf meinen Droiden T7. Dieser Bereich gilt als höchst gefährlich. Darf ich fragen, wozu Sie diese Daten benötigen? Fleischräuber haben Meister Orgus gefangen genommen und dorthin gebracht. Bei den Sternen! Was für ein schrecklicher Zeitpunkt! Die Tempelmeister sind alle mit dem Kampf gegen die Fleischräuber beschäftigt. Ich werde sie auf der Stelle alarmieren, aber sie werden Ihnen vielleicht nicht helfen können. Übertrage jetzt die Daten. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Jetzt habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist ein Fehler. Anpassung. Dann schaue ich mir mal die Anpassung mit Steuerung links an. Okay, in Rot oder in so goldig. Boah, ist der goldig. Du dumm. Ist der goldig? Ich denke aber, ich nehme die... die rote. Ich nehme da die blaue. Die blaue? Ich muss Platz im Inventar haben. Toll. Super. Ist der Inventar voll, oder wie? Ja. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Wie gesagt, ich kann da jetzt noch kurz... Nee, ich kann das auch nicht mal. Ich brauche 2 Platz. Ja gut, wir müssen ja sowieso zum Tempel, ne? Ja, siehst du mal, ist das nicht praktisch? Sieh mal an, machen wir eine schnelle Schnellreise? Machen wir eine ganz schnelle Schnellreise, bitte. Also ganz schnell und... Entschuldigung, schnell eine schweißfreie Schnellreise. Schweißfrei. Ist noch selten am Anfang, so schweißfrei. Ja, ne? Also so. So, ich muss kurz zu diesem Sanitätsdruiden. Wo ist er denn? Das hier kann ich weggeben. Diese hier sind natürlich mittlerweile auch schlechter. Ach, die kann ich nicht verkaufen. Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. Super. Richtig toll. Ist sehr praktisch. Wenn man sie wegwerfen. Ach, das ist auch praktisch. Sie sind einsatzbereit. Ich kann erstmal den Schrott weg. Und diesen Brustpanzer kann mal weg. Danach habe ich eigentlich schon ziemlich viele Platz in Anführungszeichen. Und man könnte ja auch Inventar. Hast du dann Platz ziemlich haben. Viele Platz? Ziemlich viele Platz. Ich soll voller mittelschwere Posten Rüstung, zurück. Das ist doch kacke. Warum braucht das mittelschwere Rüstung? Dummes Ding. Naja, apropos dummes Ding, was ist das denn hier? Oh, ich habe einen neuen Übungsstab. Ach. Yeah. Ein Übungsstab. Der ist unsichtbar. Weil ich ihn in meinem Rücken trage. Das ist ein Feature. Wo ist er? Die Anpassung. Hier ist die Anpassung. Warum kann ich die nicht anlegen? Ja, warum kann ich die nicht... Ach, ich muss das... Schade, das Menü öffnen, ne? Schade? Ja, ich muss das Menü öffnen, sonst geht das nicht. So, dann ab nach drinnen. Ab nach drinnen? Ab nach drinnen. An die Wärme. Oder nicht? Ja, doch. Das finde ich nach einem hervorragenden Plan. Nur, dass ich nicht so schnell bin wie du. Ja, ich weiß. Das sollte ich eventuell mal ändern. Wie jetzt? Irgendwie... Ich wurde zu einem Duell herausgefordert. Warum hat er das nicht automatisch abgelehnt? Der automatische Ablehner, ne? Ja, also wirklich. So, apropos automatische Ablehner. Ich möchte jetzt automatisch das Gespräch mit Meisterin Yuan Pa ablehnen. Warum denn das? Die ist doch ganz nett. Ja, eben. Das ist ja das Problem, ne? Genau. Meisterin Yuan, ich habe die benötigten Hinweise. Oh, Padawan, schon zurück? Welche Hinweise hast du gefunden? Ich habe ein paar von Rajivaris Sprüchen, ein paar Fetzen Geschichte. Also haben die Jedi Khaled belagert, nachdem Rajivari versucht hatte, den Rat zu töten. Und seine Schüler haben sie abgewehrt, ganz allein. Bemerkenswert.
Wenn es so wichtig war, die Ideen ihres Meisters zu bewahren, hätten diese Schüler alles tun müssen, um zu überleben. Vielleicht haben sie nur eine Art Leben für lebenswert gehalten. Hoffentlich helfen dir die Grundsätze, die du geborgen hast, sicher zur Quelle von Rajivari zu gelangen. Und wenn uns Kaizen die letzte Koordinate bringt... Halt! Wo ist Kaizen? Es ist... Wie lange arbeite ich schon? Während Kaizen da draußen herumtrödelt, könnte jemand in die Quelle von Rajivari eindringen. Padawan, Kaizen kommt nie zu spät. Bitte such nach ihm. Er hat die Wasserfallhöhlen erwähnt, oder? Wenn Kaizen die letzte Koordinate hat, kannst du die Quelle von Rajivari triangulieren. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, Padawan. Geh und möge die Macht mit euch beiden sein. Triangulieren, jetzt brauchen die hier noch Fachausdrücke. Ja, so muss das, ne? So, ich habe einen neuen, was ist das? Neuen Begleiter? Kopfschutz? Okay, das soll ein Kopfschutz sein. Erstmal wieder Kopfslot einblenden. Wie ging das nochmal? Da. Da. Kopfslot. Also ich habe auch so einen ganz lustigen Kopf. Oh, okay, den lasse ich aber auf. Der steht meiner Dame ganz gut. Ich habe auch so ein komisches Ding, siehst du? Also okay, bei dir würde ich es tatsächlich ausblenden. Ja, das sieht aus wie ein Brett von einem Kopf. Meins ist da doch etwas dezenter. Ja. Und ich habe jetzt offiziell übrigens einen Gefährte. Ja, ich weiß. Und die offiziellen Gefährten werden wir, oder werde ich auf jeden Fall natürlich dabei haben. Nicht Schäh? Nee, Schäh nicht. Diese kleine Plage, ja, ne? Ja, stell dir vor. Ich stell mir vor. Ja, stell dir vor. Weiter. Gehen wir mal gar nicht. Du musst. Nein, ich will nicht zum Duell. Hallo? Will ich jetzt auch die ganze Zeit herausfordern? Ja, irgendwer will wahrscheinlich Probleme. So, wo musst du denn hin? Ich muss zur Wasserfallhöhle. Das ist südlich. Ja, ich muss ganz, ganz südlich. Also ich muss mittelsüdlich. Ich grüße Sie. Ja. Ihnen stehen folgende. Also das ist mal zum Frontlager gehen. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin Passen nämlich schon Sie unterwegs. Auf sich auf. Super. Aber eigentlich, ne? Eigentlich? Eigentlich ist es schon fast wieder soweit. Was? Ja. Wie kann das nur sein? Wie kann das nur passieren? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, dann hören wir jetzt ja besser nicht mehr auf, ne? Ja, genau. Also ich würde sagen, eine 10-Stunden-Folge. Die wirklich dauert, also die wird nie erscheinen, da wir immer weitermachen werden. Genau. Also falls ihr diese Folge seht, dann habt ihr das Ende der Welt erfolgreich abgeschlossen. Genau. Nee, natürlich nicht. Was? Alles, nee, hat, natürlich eine, nicht. Alles hat, eine, hat ein Ende, nur die Wurst ist H2, ne? Den Spruch hast du von mir. Ich weiß. Aber auch das muss mal sein. Ein paar Sprüche von Get Clown, ne? Weil ja, klar. Die sind nicht gut. Klar, weil die Schweizer haben einfach keine guten Sprüche. Nein, nein. Das gibt es bei uns nicht. Oder die verstehen einfach keiner. Das verstehen nur die Schweizer. Aha. Irgendwie. Ja. Hier ist doch eigentlich so eine schöne Kulisse, oder? Hier können wir hier schön mit den fetten Kühen kuscheln. Mit den Kühen kuscheln? Ja, guck mal. Ist doch voll gemütlich hier. Der Kühekuscheler bist du, oder was? Ja, ich bin der Steineflüsterer, sondern der Kühekuschler. Wo bist du jetzt hingerannt? Ah, da. Da zur Höhle, wo du hin musst. Ah, okay. Ich brülle mal eine Runde. Habe ich heute noch nicht. Jo, wein nur vor dich hin. Schon okay. So, hier ist aber auch ganz, hier ist auch ganz nett. Ganz schön hier. Jo. Kann man sich mal in der Ego-Perspektive ein bisschen umschauen. Ja, habe ich vorhin auch gemacht. Das ist so schön ist es hier. Mit dem Wasser, ja, das plätschert und die Sonne, ja, die scheint. Ja, irgendwie fehlt nur die Berge, Lava die und der Tod so ein bisschen. Aber ansonsten geht's. Ein bisschen mehr Tod und dann wäre alles super. Hashtag dunkle Seite. Hashtag dunkle Seite. Ja, das ist jetzt auch der Hashtag der Woche. Hashtag dunkle Seite. Hashtag dunkle Seite. Nicht dunkle, helle Seite. Oder helle, nein, dunkle Seite. Nee, Hashtag, nein, dunkle Seite. Ist der Hashtag der Woche. Vergesst nicht, einen Kommentar doch mit diesem Hashtag dazulassen. Bewertet das Video. Schaut auch mal beim anderen vorbei. Und lasst auch dort mal ein Abo da. Ja.
denn es gibt dort auch andere Projekte auf diesen Kanälen. Denn momentan vor 4 Monaten ist sicher auch noch Crosscodes läuft bei dir, Titanfall. Ja. Und du hast sogar mal in Erwägung gezogen, dass du mit der Oculus Rift wieder ein bisschen mehr Minecraft spielst. Ja. Boah, es gibt ja richtig böse Spoiler. Ja, Spoiler. Spoiler von vor 4 Monaten. Wahrscheinlich ist es schon da, aber ja. Mir ist auch gerade der Name für dieses Video eingefallen. Ach. Ne? Hashtag Spoiler. Hashtag Spoilern. Okay, also Hashtag dunkle Seite. Bitte ganz viel unter Dragomirs Video posten. Ne? Hashtag dunkle Seite. Zeigt euren Support an die dunkle Seite. Ja. Ich denke, ich habe dazu nichts zu sagen. Hashtag genau. Helle Seite, ne? Nein, Hashtag dunkle Seite. Hashtag dunkle Seite. Ich stehe auf mein Hashtag dunkle Seite. Ja gut, das ist der Hashtag der Woche. Der ist der offizielle Hashtag. Das ist beglaubigt worden von uns beiden. Genau. Und Schaltet den anderen wieder aus. Hast du noch was zu sagen? Ich habe noch ganz viel zu sagen, aber nichts mehr für dieses Video. Ach, so ist krass, ne? Okay. Ja gut, dann müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten, wenn ihr wissen wollt, was Get eigentlich euch sagen will. Genau, was ich wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahmesession wieder ganz, ganz, ganz weit vergessen haben werde. Ach, so Hashtag dunkle Seite. Dann sehen gut. Wir uns beim nächsten Mal, Leute. Genau, bis dahin. Bye. Tschüss.